Here in the United States, Hungarian Prime Minister Viktor Orban met President-elect Donald Trump, billionaire Elon Musk, and Congressman Mike Waltz at Trump's Mar-a-Lago estate in Florida last night. Also hier sagt der Moderator, dass ein Orban, Elon Musk, seinen Sohn, wie man hier sehen kann, und Donald Trump in Mar-a-Lago, also ne, das ist ja ein Golfplatz, so ein privater Club quasi von einem Donald Trump, besucht hat. Ja, und das ist schon bereits jetzt das dritte Mal ist, dass Viktor Orban sich mit Donald Trump und dann meistens im Zweierpack auch mit einem Elon Musk trifft. Taking the social media platform X, the Hungarian leader posted about his interaction. However, the details of their discussions have not been made public. Now, Viktor Orban is known for his nationalist and controversial leadership in Hungary and is a staunch Trump ally and one of his most vocal international supporters. His visit comes as Hungary faces... Jetzt muss man natürlich nochmal betonen, ne, dass er nationaldenkend ist und so, ne, und dass er umstritten ist, ja, ganz klar. Worüber man genau gesprochen hat, wurde hier gerade gesagt, weiß man letztendlich nicht. Aber es könnte natürlich auch um das Thema Ukraine gegangen sein. Denn wir wissen ja, dass ein Orban auch hier eine ganz andere Einstellung hat als die meisten westlichen Politiker. Und wir wissen auch, dass dass Ungarn und Russland nach wie vor relativ gute diplomatische Beziehungen haben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Donald Trump das natürlich jetzt nutzen möchte, beziehungsweise Ungarn und die Meinung von einem Viktor Orban hier stark mit einbeziehen will in die entsprechenden taktischen und strategischen Überlegungen. Increasing isolation in the European Union due to democratic backsliding, opposition to military aid for Ukraine and close ties to Russia's Vladimir Putin. This visit marked the Hungarian Prime Minister's third meeting with the President-elect at Mar-a-Lago this year, highlighting. Wie gesagt, schon das dritte Treffen. Their deepening partnership. The result of the American presidential election created a new reality. And ja, genau. Kann man so sagen, ja. Es hat eine neue Realität geschaffen, die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Es hat mehr oder weniger die linksgrüne Meinungs- und Machtvorherrschaft jetzt erstmal beendet. Es bahnt sich jetzt in Europa und weltweit ja wieder eine rechtskonservativere, eher nationalistische Politik an, was aus meiner Sicht erstmal begrüßenswert ist. Zumindest diese ganze Woke-Ideologie ist jetzt erstmal ein bisschen auf Pause gestellt. And with the establishment of the Sovereign Patriot Group, a new reality was created in Europe. Everyone sees that new forces will be successful, those that until now have been pushed back. Und die Mächte auch in Europa, die bisher ausgegrenzt worden sind oder man schlecht gemacht worden sind, so wie zum Beispiel Ungarn, die halt nicht diesem allgemeinen Narrativ unterlegen sind, dass die jetzt dadurch neue Chancen bekommen. The future is for the sovereign, independent, proud and success-hungry nations. This is the ja, und die Zukunft gilt denjenigen, die stolz auf ihr eigenes Land sind, die souverän sein wollen, die ihre eigenen Interessen verfolgen wollen und nicht für diejenigen, die sich beispielsweise den EU-Bürokraten vor den Altar legen und letztendlich alles das machen, was die nicht demokratisch gewählte Ursula von der Leyen möchte. Ja. The new reality. In Europe, everyone must adapt their own destiny and their own policies to this. Und er sagt dann auch hier noch, ne, natürlich muss jetzt jeder in Europa seine eigenen Ziele, seine eigene Politik verfolgen, dass das halt wichtig ist. Ja. Und das sehe ich genauso. Ne, wir sollten wieder dahin kommen, dass man nicht eine politische Union hat, wo alles auf zentralistischer Ebene vorgeschrieben wird, bis ins Klein-Klein, sondern dass man weiterhin souveräne Nationalstaaten hat, die bei den Fragen, wo es wirklich entscheidend ist, dann auch zusammenarbeiten. Ja, beispielsweise beim Grenzschutz. Aber genau da, wo die EU zusammenarbeiten müsste, wird es nun mal nicht getan. Und da, wo sie nicht zusammenarbeiten sollten oder wo das nicht zentralistisch alles geregelt werden sollte, da mischt sich die EU ein. Ja? Mal ganz abgesehen von den ganzen Kosten. Consistently promised to end the war in Ukraine, suggesting negotiations with both the Ukrainian president and Russia's Putin that could leave parts of Ukraine under Russian control. The Hungarian prime minister has publicly endorsed this plan, stating that Donald Trump's approach aligns with his opposition to funding the war. Okay,
Okay, ja, jetzt geht es hier halt darum, dass ein Viktor Orban schon mal scheinbar den Vorschlag gemacht hat, dass die Ukraine gewisse Gebiete abgibt an Russland, als quasi Form des Kompromisses oder des Friedensschlusses. Und das geht ja scheinbar auch einher mit den Plänen, die ein Donald Trump möglicherweise hat. Und auch das soll scheinbar hier dann gegebenenfalls in diesen Gesprächen besprochen worden sein. We do not have the money for war, so all signs of European weakness have appeared. Consequently, after the war, we will have to think about a whole European reorganization, which will guarantee the security of European countries and will also determine America's place in this European security system. Meanwhile, there are two American presidents, one pro-war and the other pro-peace. This causes confusion. Everyone knows that President Trump is coming and he will make attempts to make peace. Ja, und auch hier spricht er nochmal an, das, was sich jetzt viele gefragt haben, ne? Was ist da momentan los? Joe Biden geht ja nochmal hin und geht nochmal wirklich auf Eskalationskurs und bald haben wir aber wahrscheinlich einen Präsidenten in den USA, der einen gegenteiligen Kurs einschlagen wird. Das stiftet natürlich Verwirrung. Ich glaube persönlich ja, dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man bei den Demokraten vielleicht nochmal versucht, alles reinzugeben, damit die Ukraine irgendwie eine bessere Verhandlungsposition dann hat. Was weiß ich nicht, was da genau die Gedanken sind. Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, diesen Schritt. Ja, so etwas sollte man doch nicht mal dann machen, wenn schon ein neuer Präsident, designierter Präsident vorhanden ist. Dann sollte man doch bitteschön die Entscheidung dem Nachfolger überlassen, ob man solche Reichweitenbeschränkungen ändert oder nicht oder zumindest mit Donald Trump abstimmen. Ich weiß nicht, inwiefern das erfolgt ist. The Prime Minister's meeting in Florida follows recent diplomatic activity by Donald Trump, including discussions with French President Emmanuel Macron and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Paris. War auch interessant, dass wir Deutschen nicht da eingeladen waren. Ja, gut, Steinmeier war mit dabei, aber ein Olaf Scholz wurde bei diesen Gesprächen nicht mit eingeladen. Und interessant ist ja auch, seit Trump jetzt gewählt worden ist und so, also jetzt, ein paar Wochen später, zeigt sich der Zelensky auf einmal sehr verhandlungsbereit, wo er ja davor mehrere Monate lang immer gesagt hatte, nee, verhandeln möchte ich nicht. We are in the process of discussing various matters. We must work, have more and more meetings, our teams will work as well. It is important. It is too early to talk about anything. Ukraine's position is clear. It is very important that partners know our stance from us and not from someone else. Without Ukraine, this just peace or any agreements are impossible. Our partners hear this. I am very glad that they understand. Sagt ihr nochmal, ohne die Ukraine wird es keinen Frieden geben. Also wir müssen quasi zustimmen. Da muss ich aber sagen, ja, natürlich ist es so, also ihr seid ein souveräner Staat nach wie vor, ihr könnt machen, was ihr wollt, nur ihr könnt halt nicht in der Ukraine immer erwarten, dass wir euch dann weiterhelfen und unterstützen auf euren Weg, für den ihr euch dann entscheidet, ja. Und ihr wisst ganz genau, beziehungsweise ein Zelensky weiß natürlich selber, dass ohne Unterstützung aus dem Westen er schon längst den Krieg verloren hätte. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.